Hallo, ich bin euer Michael Jurek aus dem Porsche Zentrum Hamburg, aus dem Bereich Teiledienst. Ich bin heute zu Gast im Porsche Zentrum Hamburg Nordwest, das unter anderem das Classic Kompetenzcenter ist und ich möchte gerne euch die Kompetenz zeigen. Auf geht's! Moin Patrick! Hallo Michael! Alles gut? Aber sowas von. Sehr schön. Kannst du unseren Zuschauern einmal dich vorstellen? Hallo, ich bin Patrick Hampen, bin seit 2015 im Porsche Zentrum Hamburg Nordwest angestellt, habe 2018 meine Zertifizierung zum Classic-Techniker gemacht und seitdem arbeite ich auch an alten Fahrzeugen. Ja Patrick, wie du unseren Zuschauern schon erklärt hast, dass wir im Classic-Bereich sind, kannst du auch unseren Zuschauern wahrscheinlich erklären, was fällt unter Classic bei Porsche? Ja, unter Classic fällt natürlich, so wie im Hintergrund zu sehen, der 356er, geht weiter über das F-Modell, Elva, über das G-Modell, bis hin zu den wassergekühlten 986, 996 und natürlich auch das Highlight der Carrera GT. Und kannst du auch unseren Zuschauern erzählen oder auch erklären, ab wann fällt ein Porsche eigentlich in Classic? Die Classic-Autos sind fällig ab ein Produktionsjahr und älter als 10 Jahre. Ja Patrick, du hast uns ja eine Vielfalt an Modellen ja einmal kurz dargeboten. Was ich dich aber gerne fragen möchte, was macht dieses Porsche-Zentrum so besonders mit der Classic-Abteilung? Ja, das Besondere in diesem Porsche-Zentrum ist der abgesperrte Bereich für Classic-Fahrzeuge. Dadurch haben wir hier viele Möglichkeiten, alte Autos zu reparieren mit dem dazugehörigen Sonderwerkzeug und der Literatur. Und wir werden halt von der Firma geschult für die alten Autos. Da darf ich noch mal kurz eingreifen. Wie läuft das denn ab? Ihr werdet ja zertifiziert. Und müsst ihr es irgendwie jährlich, zweijährlich irgendwie wiederholen oder ist das einmalig? Nein, das ist nicht einmalig. Wir werden auf 5 Lehrgänge geschickt. Dadurch werden wir dann nach diesem 5. Lehrgang zur Zertifizierung, Schulung eingeladen. Dann machen wir unsere Prüfung und nach 5 Jahren wird diese Prüfung wiederholt. Herr Patrick, wie ich sehe, schraubst du an dem schönen 356er. Was ist denn hier die Beanstandung bei dem Fahrzeug? Ja, der Kunde kam in die Werkstatt und hat ein Geräusch aus der Bremse hinten. Daraufhin haben wir das Auto reingenommen in die Werkstatt und haben dann die Bremstrommel ausgebaut, weil, wie ihr seht, hat das Auto eine Bremstrommel und keine Bremsscheiben wie bei den modernen Autos. Und diese schabt oberhalb im Gehäuse, worauf wir hin dann jetzt gesagt haben, wir müssen da diverse Ersatzteile erneuern, um dieses Schleifen wegzubekommen. Herr Patrick, vielen Dank für deine Zeit und den Einblick in den Bereich Classic. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß. Immer wieder gerne. Danke.